Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 14. Februar. Guten Morgen aus Wien. Ich habe heute 9 Themen für euch vorbereitet. Es geht um die EU-Kommission und Elektroautos, E-Mails, Internetsperren, Amazon Echo, Sonos und einige Meldungen zu Apple. Wir beginnen bei Elektroautos. Die EU-Kommission hat heute ein Förderprogramm der deutschen Regierung genehmigt. Ab 1. März 2017 sollen insgesamt 300 Millionen Euro ausgeschüttet werden im Rahmen dieses Förderprogramms. Da soll es darum gehen, dass quasi Ladestationen für Elektroautos gefördert werden und quasi so finanziert werden sollen. Aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Sache. Gerade die Stromversorgung bei Elektroautos und eben die entsprechenden Ladestationen sind natürlich ein großes Problem. Gefördert werden sollen im Endeffekt 5.000 Schnellladestationen und 10.000 normale Ladestationen. Wir kommen zu E-Mails und ebenfalls wieder Zahlen aus Deutschland. Hat mich persönlich eher überrascht. Die Anzahl der versendeten E-Mails ist im letzten Jahr weiterhin massiv nach oben gegangen. Im Endeffekt wurden 626 Milliarden E-Mails im letzten Jahr in Deutschland versandet. Das sind 80 Milliarden Mails mehr als im Jahr 2015. Was mich wiederum weniger überrascht, viele der Mails davon sind davon mobil versendet worden, wesentlich mehr noch als im Vorjahr. Ganz klar, mobiles Internet geht nach vorne, dementsprechend auch mobile Geräte. Das wundert mich nicht, dass E-Mails aber immer noch weiterhin so stark zulegen können. Bei all den Instant-Messengern, die es gibt, wundert mich dann schon wieder wesentlich mehr. Stichwort Internet. Internetsperren sind leider keine Seltenheit mehr, vor allem gegen potenziell Portale, die quasi urheberrechtlich geschütztes Material verteilen. Vor allem Sperren gegen Torrent-Anbieter sind aktuell ja nichts Seltenes. Bisher waren die allerdings vor allem Sache von Providern direkt. Jetzt geht das Ganze auf ein ganz, ganz neues Niveau. Der Backbone-Betreiber Cogent muss jetzt quasi Pirate Bay sperren. Im Endeffekt sind dann also sehr, sehr viele Provider davon betroffen. Die Betreiber von irgendwelchen Torrent-Seiten selbst schlagen vor, dass man quasi in Protest geht. Unterm Strich wird es ihnen allerdings nicht besonders viel helfen. Internetsperren auf einem ganz neuen Niveau. Eigentlich eine traurige Sache, aber der aktuelle Zeitgeist leider. Eine positive Nachricht für all jene, die immer noch auf einen Amazon Echo warten. Das Warten hat ein Ende. Wir hatten schon im letzten Geek Talk, in der letzten Folge, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ich habe da schon die Vermutung aufgestellt, dass wahrscheinlich die Geräte bald in den offenen Verkauf gehen werden, dadurch, dass die Einladungen jetzt de facto alle sehr schnell abgearbeitet wurden. Es ist demnächst auch so. Seit gestern ist der Amazon Echo und auch der Amazon Echo Dot frei erhältlich bei Amazon, heißt, ihr könnt ganz normal ohne Vorbestellung reservieren und kaufen. Die Geräte kommen direkt am Tag drauf schon, das heißt, es dürfte eine entsprechend große Stückzahl da sein. Achim und ich haben unsere mittlerweile, ich habe mittlerweile sogar 3 solche Geräte im Einsatz. Wir können sie, glaube ich, mehr oder minder empfehlen. Wir haben sie auch in den letzten Geek Talk Folgen immer wieder drinnen gehabt, das ganze Thema, und es wird demnächst auch, so viel darf ich an dieser Stelle für treue Daily-Hörer teasern, eine Sonderfolge zu dem ganzen Thema geben. Die haben wir sehr passend dazu noch dieses Wochenende aufgezeichnet. Demnächst also mehr im Geek Talk zum Thema Amazon Echo und Sprachassistenten. Stichwort Boxen. Wir kommen zu Sonos. Da gibt's für alle Engländer quasi eine schlechte Nachricht. Sonos zieht die Preise in den UK deutlich an. 25% geht's nach oben. Grund natürlich der Brexit. So kostet jetzt zum Beispiel der Play One, der kleinste Sonos Lautsprecher, statt 169 Pfund in Zukunft 199 Pfund. Wenn man dann auf das große Modell, den Sonos 5, geht, der kostet statt 429 Pfund in Zukunft 499 Pfund. Herbe Preisanhebung, aber eben eine Folge des Brexit. Wir kommen zu einigen Apple-Themen. Tim Cook ist eben auch gerade auf Europa-Tour und eben auch gerade im besprochenen England unterwegs. Dort hat er einige spannende Interviews gegeben. Zum einen untermauert er, wie wichtige Augmented Reality sieht. Im Endeffekt bemüht er auch wieder einen Vergleich und glaubt, dass Augmented Reality die Branche quasi genauso durchrütteln könnte wie damals das iPhone. Auf der anderen Seite gibt er einige spannende Aussagen zum Thema Fake News bekannt quasi. Auf der einen Seite geht es darum, dass er der Meinung ist, dass es ein sehr, sehr, sehr großes Problem sei. Auf der anderen Seite, wer nicht weiß, wie man dieses Problem denn beheben sollte, da es im Widerspruch mit einigen Dingen rund um das Internet steht, eben zum Beispiel rund um das Thema freies Internet. Tim Cook hat auch Grund zur Freude. Der Aktieneröffnungskurs von Apple war gestern am 13. Februar so hoch wie noch nie. Die Apple-Aktie hat bei $133 gestartet. Das ging, nachdem Goldman Sachs quasi einen Raise-Kurs ausgegeben hat.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn, $133, der höchste Apple-Aktienöffnungskurs überhaupt bisher. Wir bleiben bei Apple. Am Sonntag wurde der Grammy vergeben, eine Musikauszeichnung. Apple hat diesen Rahmen genutzt, um auch den ersten Trailer für Carpool Karaoke zu veröffentlichen. Die Serie wird ja Teil von Apple Music werden in Zukunft. Da gibt es jetzt den ersten Trailer, ihr könnt gerne bei uns in den Shownotes klicken und euch den anschauen. Es wird die erste von drei Serien sein oder von drei Exklusivproduktionen sein, die Apple für Apple Music machen wird. Die zweite davon wird Planet of the Apps sein. Da gab es kürzlich auch den ersten Trailer, mehr oder minder, beziehungsweise zumindest die Info, dass es abgedreht sei. Die dritte wird Vital Signs sein, eine Serie gemeinsam mit Dr. Dre. Wir schließen mit einer eher negativen Meldung aus dem Hause Apple. Dort wurde jetzt der Handel mit dem LG Ultrafine 5K Monitor eingestellt, der Monitor, der im Rahmen der Keynote der neuen MacBooks vorgestellt wurde. Da gab es in den letzten Tagen immer wieder neue Berichte, dass vor allem WLAN-Router diesen Monitor etwas zusetzen könnten. Da dürfte es Probleme mit der Isolierung geben. Jetzt hat Apple offensichtlich die Notbremse gezogen und den Handel mit dem Monitor eingestellt. Das war's mit den News für den heutigen Tag. Ich wünsche euch einen wirklich wunderschönen 14. Februar. Es ist Valentinstag. Insofern einen wunderschönen Tag mit euren Lieben und wir hören uns morgen wieder. Ciao. Hört mehr Geek Talk.